Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Und ja, ihr seht, ich bin also doch gestorben, als ich der Elika noch meinen ja, Char als Quest, also als Troppi hingestellt habe. Schade, aber nichts zu ändern. Zählt ja nichts. So, was wir jetzt machen, ist erstmal, wir füllen uns erstmal auf. Das 1%, was wir verloren haben, halb so wild. Es gibt Schlimmeres im Leben. Schlimmer ist zum Beispiel, dass ich heute wieder live am den Tag aufnehme, an dem ich, die Folge brauche. Das heißt, ich bin mal wieder mit meiner Vor- und Nachproduktion im Hintertreffen. Liegt daran, dass ich eine Festplatte hatte, die sich aus dem Staub gemacht hat. Die hat sich verabschiedet, die Festplatte geht nicht mehr. Das war meine Systemfestplatte sozusagen. Also ich habe ja quasi mein System auf einer SSD viel verwendeten oder viel verändernden Dateien halt ausgelagert auf eine normale Harddisk, also auf Festplatte E. Festplatte E war die schon mal Spacken gemacht hatte vor einer Ewigkeit und jetzt ist er halt ganz ausgefallen. Und wenn was ganz ausfällt, müssen wir es... Oh, Charlie schreibt, moin. Morgen. So, müssen wir es natürlich austauschen. Ich habe mir schon eine neue bestellt, habe die alte Festplatte geklont und habe quasi jetzt das System auf meiner eigentlichen Aufnahmefestplatte. Glücklicherweise kann ich trotzdem noch aufnehmen, weil halt die Aufnahmerate ja nicht so groß ist, wenn ich mit OBS aufnehme. Hat alles ein bisschen Vorteile, aber ja, halt auch noch Nachteile. Hat halt trotzdem ein bisschen gedauert. Deswegen ist der Tag, an dem ich eigentlich erst da aufnehmen wollte, darauf hier drauf gegangen. Gestern hingegen habe ich wieder mal Minecraft aufgenommen. Allerdings nicht für mich, sondern eigentlich nur eine Folge bei mir und den Rest bei Dü. Weil der wollte ja mal Hilfe und sowas haben und da habe ich ihm natürlich geholfen. Soweit. Ganz gut. Kümmer, danke. Und selbst. So. Heute habe ich auch wieder ein etwas ernsteres Thema, was wir so nebenbei angehen, während wir uns an Quests ranarbeiten. Nämlich, ja, dieser Anschlag in Brüssel. Jemand hat mich auch gebeten, ich soll sowieso mal drüber reden. Ich habe es auch vorgehabt. Beziehungsweise ich habe einerseits vorgehabt, aber andererseits war ich mir nicht sicher, will ich das Thema anschneiden oder nicht. Weil letzten Endes, es ist ja das Schlimme. Mittlerweile wird das richtig Alltag. Mittlerweile ist das so, dass du sagst, mal wieder. Gestern gab es einen Autounfall, mal wieder. Gestern gab es einen Terroranschlag, mal wieder. Also ich sag mal so, es ist schlimm, dass das jetzt schon, eher zur Gewohnheit wird und nur noch die schreckt, die es betrifft. Es ist, einerseits... Entgegen der, wirkt das den Terroristen entgegen, die wollen ja Terror verbreiten. Und wenn die Leute sich an den Terror gewöhnen, dann ist es kein Terror mehr. Hat einen Vorteil, ist aber trotzdem schlimm. Kurz danach kamen dann hier solche Bildchen auf Facebook. Ich weiß nicht, ob sie bei euch auch angelandet sind. Sowas kommt von sowas. Oben halt ein Refugees Welcome Bild und unten drunter halt ein Bild von dem Terroranschlag. Ich sag mal so, dieses Bild ist eher geschmacklos. Klar, es wäre wahrscheinlich ein bisschen leichter gewesen oder schwerer gewesen für die Terroristen, sich da einzugliedern, aber ob er ganz verhinderbar gewesen wäre, wage ich doch mal zu bezweifeln. Das Schlimme daran ist, dass solche Bilder dann halt auch extrem ausgenutzt werden. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin auch gegenüber den Terroristen, wollte ich sagen, den Flüchtlingen. Danke. So, ich bin auch gegenüber den Flüchtlingen doch sehr, sehr, sehr kritisch. Aber ich sag's mal so. Nicht alle Flüchtlinge sind böse, das ist ja logisch. Ist ja klar, sind auch schwarze Schafe dabei. Das Problem sind ja nicht die Flüchtlinge an sich. Das Problem ist halt deren andere Mentalität, die halt größtenteils halt muslimisch sind, die zu uns kommen zumindest, weil die anderen Länder ja schon von vornherein gesagt haben, nein, Muslimen nehmen wir nicht auf. Das ist halt ein großes Problem, weil wir haben schon Muslime da gehabt, aber bei weitem nicht so eine Masse. Das ist halt eine vollkommen andere Kultur, die sich vollkommen anders gewohnt ist und vollkommen anders benimmt. Das hat man ja bei Köln gesehen. Manche dachten, das wäre normal so und manche halt eben, haben sich einfach nur benommen wie Arsch auf Nacht. Das kommt auch noch hinzu, dass es wirklich, wie gesagt, schreien
ich nenne sie mal Gutmenschen, auch wenn das ein doofer Begriff ist, die Pro-Flüchtling-Leute schreien ja, ja, das sind alles Flüchtlinge und so weiter und so fort. Und da sind keine Wirtschaftsflüchtlinge dabei, was ja die andere Seite wiederum sagt, sind viele Wirtschaftsflüchtlinge. Stimmt ja auch, es sind einige Wirtschaftsflüchtlinge dabei, nicht alle. Aber leider halt viel zu viele und oft genug ist es dann halt wirklich so, dass gerade die Leute, die am wichtigsten sind oder beziehungsweise die Leute, die Hilfe brauchen, deswegen keine Hilfe bekommen. Es ist schwierig. So, paar Quests und so was. Es ist schwierig, zu unterscheiden, ja, wer darf denn Hilfe bekommen und wer nicht. Aber man darf halt trotzdem deswegen nicht sagen, ja, komm, wir nehmen einfach jeden, der geht. Weiß gar nicht, wen ich hier überhaupt hauen soll. Ich glaube, den Boss, der ist aber gerade besetzt. Ich will aber dadurch, dass ich dann noch mehr abgelenkt habe und jetzt ein Thema angefangen habe, will ich das nicht gerade nebenher machen. Behalt die Questen für Level 98. Ab, ich bin 2% vor ab. So. So. Okay, also wie gesagt, letzten Endes, natürlich darf man jetzt die Flüchtlinge nicht verteufeln, vor allem nicht die da sind, weil letzten Endes alles, was da ist, jeder, der da ist, der wird gebraucht, der wird benötigt. Kein Mensch hat es verdient, schlechter behandelt zu werden als ein anderer. Das Problem ist eben, dass das in der Mentalität der Flüchtlinge ja teilweise selber nicht der Fall ist. Und ja, es ist so. Auch in den Terrain der Flüchtlinge gibt es Terroristen. Die sind aber nicht das Hauptproblem. Die wären nämlich sowieso reingekommen. Also wie gesagt, nicht sagen, ja hier die Flüchtlinge und die Terroranschläge, das wird mehr. Stimmt schon. Es wird mehr und es ist auf jeden Fall leichter für Terroristen Terroranschläge zu verüben, wenn hier unkontrolliert Leute ins Land strömen. Das ist nicht das Problem aber. Weil wie gesagt, die würden das trotzdem schaffen. Man sieht es am 11. September, da haben sie es ja auch offensichtlich geschafft. Klar, die Geheimdienste sind jetzt ein bisschen größer. Und klar, es heißt ja, hier die bösen Leute da von Bösmann haben da schon immer Böses getan. Oder so ähnlich. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also, wie gesagt, natürlich, Terroranschläge gab es schon immer, wird es auch immer geben. Dass jetzt momentan die Leute Morgenluft wittern, ich nenne es mal so, weil sie einfach sagen, ja komm, jetzt haben die so richtig Angst vor uns, wir sind die Araber, wir sind Muslime, wir müssen unserem Allah dienen. Ich sag's mal so, ihr wisst ja, wie kritisch ich gegenüber von Religionen allgemein bin, inklusive Allah, inklusive Christentum und allem anderen, also ist für mich relativer Blödsinn. Dann noch zu sagen, ja, hier, ich muss andere Leute töten, obwohl das gerade in den meisten, ja, heiligen Büchern, nenne ich es mal, Bibel, Koran, keine Ahnung, was es da sonst noch gibt, da steht einerseits drin, ja, du darfst keine Leute, du darfst dann niemand anders töten, aber andererseits steht da drin, ja, du musst auch verhindern, dass da Ungläubige sind und so weiter und so fort und die darfst du dann natürlich trotzdem töten. Also das ist doch vollkommen widersprüchlich. Vor allem, wie gesagt, wenn es einen Gott gibt und der wirklich, sagen wir mal, alle Ungläubigen aus der Welt schaffen wollen würde, dann würde er das auch selber machen. Punkt. Naja, jedenfalls, man darf jetzt halt nicht von Haus aus sagen, hier Flüchtlinge gleich Terroristen. Ist klar. Weil es gibt Leute, aber man kann fast sagen, zumindest so wie ich das erfahren habe, wie gesagt, ich war ja in Tunesien und habe mich da ja mit einigen Tunesiern unterhalten. Die selbst sind der Meinung, dass im Prinzip nur die, die Geld haben wollen und Geld scheffeln wollen und ihr eigenes Land aufbauen, nicht wollen, dass genau die gegangen sind. Dass im Prinzip die Gierigen und die Geldgeilen gegangen sind, teilweise... Die Leute waren teilweise froh, dass die Leute abgehauen sind, weil dann liegen die denen nicht mehr auf der Tasche. So haben sie es gesagt. Das Problem ist, jetzt liegen sie uns auf der Tasche und die wollen halt immer mehr. Kann man verstehen, ich will auch immer mehr. Aber nicht mehr, als ich bekriegen kann. Und letzten Endes, wenn man mehr will, dann muss man mehr dafür tun. Ist
immer so, war immer so. Und naja, wie gesagt, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, Allah ist der Größte, haufenweise ja, Unsinn in Deutschland anzustellen, ich nenne es nur vorsichtig Unsinn, es ist ja teilweise Mini-Terror, den ja, andersgläubige Flüchtlinge, nenne ich es mal so, teilweise in Deutschland auch verüben. Viele, oder wie gesagt, es wurde den, wie heißt es denn so schön, den Rechten, genau, den Rechten, gerade hier in Sachsen, wurde ständig gesagt, ja, da brennt schon wieder ein Flüchtlingsheim, ja, da brennt schon wieder ein Flüchtlingsheim, die bösen Rechten, die bösen Rechten. Habe ich letztens gelesen über Anonymous und zumindest den, glaube ich, ja, besser, mehr als die Regierung auf jeden Fall. Ja, wurde mehr oder weniger aufgedeckt oder mal nachgezählt, wie viele denn hinterher wirklich von Rechten angezündet wurden. Wie viele dieser Flüchtlingsheime, hat sich rausgestellt, es war, glaube ich, 1 oder 2 auf jeden Fall von 1 oder 2% von allen, die da waren. Das ist verschwindend gering. Es ist immer noch zu viel, brauchen wir nicht drüber reden. Aber das Schlimme ist ja, dass das teilweise diese Flüchtlinge selber waren, die da drin einfach nicht mit dem zufrieden sind, was sie hatten und gehofft haben, wenn sie das Ding jetzt anzünden, ja, dann kriege ich eine bessere Unterkunft. Das Problem ist aber, es gibt keine besseren Unterkünfte. Die haben ja schon die besten Unterkünfte gekriegt, die sie kriegen können. Und das ist wieder mal so ein kurzsichtiges Denken. Das ist genau das Denken, was die teilweise die Terroristen an Tag legen. Ja, ich glaube an Allah. Und wenn ich jetzt hier mich selbst umbringe und 1000 andere Leute, ja, dann ist das halt so. Es ist dumm. Es ist erschreckend, dass Menschen so dumm sein können. Ganz ehrlich. Es ist ja nicht, es ist eine Sache, seine Meinung zu vertreten. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen legitim. Meinung darf man haben, Meinung muss man haben und Meinung muss man auch vertreten. Aber Leute dafür umzubringen, von mir aus, ja, wie gesagt, dann sollen sie sich halt in einen fairen Zweikampf mal so ein bisschen rumboxen. Ja, Allah ist auf meiner Seite, ich gewinne diesen Kampf. Gibt es ja in manchen Religionen solche Gotteskämpfe, solche Schiedskämpfe. Der Stärkere gewinnt. Und wenn Allah auf der Seite des Schwächeren ist, dann gewinnt halt der Stärkere, der Schwächere. Ne? Eigentlich. Warum versuchen die das nicht so? Hier, du bist Ungläubiger, komm her. Wir machen jetzt Zweikampf. Wenn ich gewinne, dann war das, weil Allah mir geholfen hat. So, Punkt. Ich meine, wäre doch viel, viel einfacher, viel effizienter. Weil vielleicht 1% von den Leuten, die man da im Zweikampf besiegt, würden dann vielleicht sagen, ja, könnte schon sein. Also eigentlich war ich stärker als der. Vielleicht. Könnte man sogar ein paar Leute gewinnen. Anstatt jetzt. Jetzt tun die nur ihre eigene Religion in den Schmutz ziehen. Weil, ich sag's mal so, ich habe es schon immer gesagt oder werde es auch immer sagen, ich mag die muslimische Religion nicht wirklich, also sie wäre niemals was für mich, weil einfach die Gleichberechtigung zu klein ist, da bin ich ganz anders ausgewachsen, das wäre nichts für mich, gut, Christentum wäre jetzt auch nichts für mich, aber ja, wie gesagt, wenn, dann würde ich mich wahrscheinlich dann doch eher fürs Christentum entscheiden, einfach aus dem Grund, weil ich hier aufgewachsen bin, Punkt. Ich sag's mal ganz, ganz offen und ehrlich, wenn dann noch jemand kommt und sagt, ja, hier, ich bring alle um, die nicht zu Allah gehören, naja, dann ist das doch eindeutig kriegerisch, dann ist doch eindeutig das, was ich nicht will, umso weiter entfernt es mich doch von den Göttern, dem Gott, was auch immer. Wenn jemand sagt, nur weil du nicht an mich glaubst, na dann wirst du umgebracht, naja, dann mache ich das erst recht nicht, Punkt, weil dann verdient er das nicht. Und wenn das Untertanen sagen, in Anführungsstrichen, also seine Gläubigen, ja, dann sind die in Wirklichkeit nicht gläubig. Dann denken die wären's. Aber ganz ehrlich, wer glaubt, er könnte im Namen seines Gottes irgendwas machen. Wenn sein Gott wirklich so allmächtig ist, dann kann man in seinem Namen nichts machen. Das wäre vermessen, das wäre Anmaßung. Man erhebt sich dann quasi zu einem Gott, zum Stellvertreter eines Gottes, was für Menschen und für jeden auf der Welt unmöglich ist. Weil letzten Endes niemand ist so gut oder besser als ein Gott. Ne? Wenn es den Götter gibt. Braucht man nicht drüber reden. Das heißt, jeder, der glaubt, im Namen seines Gottes zu handeln, handelt automatisch ungläubig. Ganz offen, ehrlich, Punkt.
Und wenn dieser Gott, wenn im Namen seines Gottes automatisch dann gesagt wird, ja, wir bringen da noch Leute mit um, ich beeinflusse das Leben anderer, dann ist das ja noch schlimmer. Wie gesagt, letzten Endes heißt ja immer, ja, Heilige Schrift, da steht das so drin, kann man so auslegen und so weiter und so fort. Ja, ich kann auch, es gibt viele Fantasy-Bücher, da gibt es, sagen wir mal, Religionen drin, die besser aufgebaut sind. Die kann ich auch so auslegen, kann ich auch sagen, ja, hier, da steht das drin, da steht die Geschichte drin, wie das damals war, als die Magie noch existiert hat und da war Gott noch da, und aber hat sich dann am Ende darauf beschlossen, er macht halt nichts. Letzten Endes, wer weiß, ob in 10.000 Jahren nicht eben diese Fantasy-Bücher die dummen Leute all zur Religion bekehrt. Wer weiß das, wenn sie gut geschrieben sind. Ich meine, letzten Endes, die Bibel, der Koran, das ganze Theater ist ja auch nur eine Geschichtenerzählung. Fängt halt damit an, dass Gott die Erde erschaffen hat. Ja, toll. Wo die meisten Geschichten heutzutage fangen halt damit an, dass die Hauptdarsteller vorgestellt werden. Ja. Und wo ist jetzt der Unterschied? Für mich ist diese Bibel einfach nur ein nettes Fantasy-Buch, auch wenn ich es noch nie gelesen habe. Also noch nicht vollständig. Weil letzten Endes die Geschichte schlecht geschrieben ist. Sagen wir es mal so. Unglaubwürdig und schlecht. Punkt. Und jeder, der was anderes bedeutet, sagt, ja, ist genau dasselbe. Und im Prinzip der Koran, oder war der Koran, ne? Für die Muslims. Der Koran, zumindest sagen das ja die Koran-Gläubigen, ist ja im Prinzip nur die Fortsetzung für die der Bibel. Also sprich, der Koran ist im Prinzip Bibelgeschichte 2. Die verbesserte Version in Anführungsstrichen. Also ich habe da mal ein Video gesehen, wo so wird es den Leuten verkauft. Im Prinzip Christentum und Muslime sind ja mehr oder weniger verwandt, der Glauben. Wie gesagt, es wird den Leuten so verkauft, dass der Koran ist zwar ein heiliges Buch, Bibel ist zwar ein heiliges Buch, aber das ist ungültig. Das wurde ersetzt durch ein neues heiliges Buch. Ist sozusagen ein Update. Haben sie das wirklich so gesagt? Wenn es aber einmal heilig war und Gott unfehlbar ist, wieso braucht dann sein Buch, was er wohl in seinem Namen verfasst wurde, wieso braucht das ein Update? Heißt das dann, dass das erste Buch schon nicht heilig war, weil es da Fehler drin gab? Heißt das, dass Gott Fehler macht? Heißt das, dass dann auch das zweite Buch, das endgültige Buch, wie es eben diese Muslime sich verkaufen, dass das auch fehlerhaft sein könnte? Könnte das damit zusammenhängen, dass das vielleicht von Menschen verfasst wurde? Ja. Denkt mal drüber nach, liebe Möchtegern-Terroristen. An alle anderen sei gesagt, wie gesagt, der Terror in Brüssel wird nicht der letzte sein. Es gab, glaube ich, sogar eine Terrorwarnung für die Osterfeiertage jetzt. Insofern, ja, geht nicht so große Menschenmassen, kann man ja nicht anders sagen. Letzten Endes, gerade in Berlin, da wäre wohl die höchste Wahrscheinlichkeit. Passt ein bisschen auf, mehr kann man aber nicht machen. Letzten Endes, diese Terroristen können nicht alle auslöschen. Im Gegenteil, je mehr Leute sie mit solchen Guerilla-Angriffstaktiken auslöschen, desto höher steigt der Widerstand, desto mehr Leute werden sich dagegen wehren und das wird den Leuten Probleme bereiten. Diese Lyris hat ein Glück, das kann nicht sein. Ich habe noch nie Karies rausbekommen. Das ist das dritte Mal, das ist ja nicht wohl wahr. Hier, erhält Karies durch Freundespunkte dreimal. Toll. Naja, jedenfalls, wie gesagt, macht euch keinen großen Kopf. Es ist ärgerlich, es ist sauer. Ich bin immer noch sauer, genauso wie Paris, genauso wie vorher Paris, genauso wie Brüssel. Es ist eine Schweinerei, aber diese dummen Leute kriegst du nicht bekehrt. Das sind einfach nur dumme Leute. Und das ist ja das Schlimme. Bei dummen Leuten weißt du nicht, wie du die anders rumkriegen kannst. Das heißt, im Prinzip solche dummen Leute musst du einsperren. Musst du wegsperren. Das Problem ist, du erkennst das bei manchen nicht. So. Die Folge ist jetzt lang genug, die muss ja noch hochgeladen werden. Kann sein, dass sie wieder heute ein bisschen später kommt, deswegen beende ich das Thema hier auch. Ist eh zu ärgerlich, ist eh zu traurig, ist nichts für mich. Bis zum nächsten Mal, Leute, bis denn. Tschüss.